ist gut. Es schmeckt mir, Anna Ignatjewna. Wirklich, es schmeckt mir ausgezeichnet. Was ist mit dir, mein Täubchen? Schmeckt es dir nicht? Warum sollte es mir nicht schmecken, Sergei Sergejewitsch? Sieh einmal dort hinüber. Wo hinüber? Dort drüben. Kennst du beide nicht? Ah, sieh da, unser alter Freund Captain Ronson mit seiner ständigen Begleiterin Miss Henderson. Was beunruhigt dich daran, mein Täubchen? Sie kennen uns nicht. Wahrhaftig, sie kennen uns nicht. Sei still. Sie setzen sich an den Nebentisch. Wirklich, Anna Ignatjewna, es schmeckt mir. Ich habe selten besser gespeist. Es ist ein gutes Restaurant, Anna Ignatjewna, wie zu Hause bei Mütterchen Russland. Trink, mein Täubchen, trink. Der Wein ist ausgezeichnet. Nun, wie gefällt es Ihnen hier, Miss Henderson? Nicht gut und nicht schlecht. Es ist wie in jedem anderen Restaurant. Oh, das klingt nicht sehr begeistert. Um ehrlich zu sein, ich hatte gehofft, es würde Ihnen gefallen. Oh, es gefällt mir auch. Aber das hat nichts mit dem Restaurant zu tun. Das klingt schon besser. Mir gefällt allerdings auch das Restaurant. Es gibt hier so einige Spezialitäten. Um nur eine zu nennen, Goulash à la Ganymede. Das müssen Sie einmal versuchen. Oh, hören Sie auf mit Ganymede. Wissen Sie noch, wie Sie die Saturn 8 beinahe mit der Nase in den Sand gesetzt haben? Damals dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Müssen Sie mich unbedingt jetzt daran erinnern? Colonel Lenz hat mich damals ganz schön zusammengestaucht. Was trinken wir? Wein von Gnossos 4, Captain. Wenn Ihnen das nicht zu teuer wird. Für Sie ist mir nichts zu teuer, Miss Henderson. Oh, soll das ein Kompliment sein, Captain? Oh, wie man es nimmt. Ein guter Captain muss seine Mannschaft bei Laune halten. Besonders den weiblichen Teil, nicht wahr, Captain? Seien Sie nicht so boshaft, Leutnant. Also, Gulasch à la Ganymede und Wein von Gnossos 4. Sie haben einen guten Geschmack. Danke, Captain. Haben Sie auch daran gedacht, dass ich mich noch gar nicht für Gulasch à la Ganymede entschieden habe? So? Ja, sicher, natürlich. Was ist los, Captain? Wollen Sie hier einschlafen oder weshalb verdrehen Sie die Augen so? Seien Sie leise und sehen Sie sich einmal unauffällig um. Die beiden am Nebentisch. Und achten Sie einmal darauf, was Sie sprechen. Anna Ignatjewna, mein Täubchen. Einen besseren Ort hätten wir für unsere Kur gar nicht finden können. Das gute alte Europa hält immer noch, was es verspricht. Komm, mein Täubchen, gib mir einen Kuss. Sergei Sergejewitsch, ich glaube, du hast zu viel von Wein getrunken. So kenne ich dich gar nicht, Väterchen. Du willst doch deine kleine Mascha nicht bloßstellen. Ich weiß nicht, was an denen interessant sein soll. Ein Ehepaar vom Lande. Etwas ganz Alltägliches. Vielleicht. Aber haben Sie darauf geachtet, wie Sie reden? Natürlich. Sie freuen sich, dass Sie hier sind. Eurocity ist ja auch etwas Besonderes. Wir sind doch aus dem gleichen Grunde hier. Ich meine nicht, was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen, Apple. Ich höre den beiden schon etwas länger zu als Sie. So wie die beiden spricht doch heute kein Mensch mehr. Auch nicht ein älteres Ehepaar vom Lande. Ist Ihnen das nicht aufgefallen, April? Im Augenblick fällt mir nur auf, dass Sie mich dauernd beim Vornamen nennen, Captain Ronson. Oh, tut mir leid. Soll auch nie wieder vorkommen. Wollen Sie eine Meldung machen, Leutnant? Nächstes Mal, Captain. Aber jetzt würde ich wirklich gerne etwas essen. Mir knurrt schon der Magen. Damit Sie endlich Ruhe haben. Die Unterhaltung der beiden klingt wie ein Dialog aus einem schlechten 3D-Film. Sie sind doch ein kluges Köpfchen, Leutnant. In meinen Ohren klingt sie allerdings nicht nur wie ein schlechter Dialog aus einem schlechten Film, sondern so, als hätten die beiden die gesamte russische Literatur der letzten 400 Jahre durch den Wolf gedreht und sich aus den Resten eine eigene Sprache zusammengebastelt. Und was ist daran so verdächtig, dass Sie darüber die Speisekarte vergessen? Wahrscheinlich sind es Schauspieler, die sich einen Jux machen. Sie fallen auch noch darauf herein. Sie haben mich an Ganymede erinnert. Denken Sie einmal nach. Erinnern Sie sich an die beiden, die plötzlich spurlos verschwanden? Oh, Sie meinen die beiden Hoteldiebe? Das waren keine Hoteldiebe, keine gewöhnlichen jedenfalls. Die Sache ist immer noch ungeklärt. Och, ich kann wirklich nicht einsehen, was das damit zu tun hat. Oder wollen Sie etwa behaupten, die beiden hier sehen dem Schwindlerpärchen von Ganymede ähnlich? Nicht äußerlich, wenn man von den Stimmen absieht. Aber erinnern Sie sich daran, wie die beiden auf Ganymede sich ausdrückten? Fällt Ihnen die Ähnlichkeit nicht auf? Durchaus nicht.
Die beiden sprachen genauso, wie kleine Gauner eben sprechen. Auch ich möchte jetzt essen und nichts mehr davon hören. Tut mir leid, Miss Henderson. Daraus wird nichts. Die beiden zahlen. Und wir werden auch gehen. Vorsicht, Miss Henderson. Hier heran, in den Hauseingang. Sie biegen in die Seitenstraße ein, Captain. Los, hinterher. Um diese Ecke sind Sie gegangen, Captain. Die ganze Straße ist leer, es ist niemand zu sehen. Das sehe ich. Sie müssen in einem der Häuser verschwunden sein. Es kommen nur die ersten Eingänge auf dieser Seite in Frage. Weiter können Sie nicht gekommen sein. Wir waren zu dicht hinter Ihnen. Aber hier gibt es keine Eingänge. Die ganze Häuserfront gehört zu einem Warenhaus und das ist geschlossen. Hier können Sie nirgends hineingegangen sein. Ich habe es doch gewusst. Und auf der anderen Seite ist ein Parkplatz für Kopter. Er ist völlig leer. Nun, Miss Henderson, immer noch überzeugt, dass die beiden ein harmloses Ehepaar vom Lande sind? Ich weiß nicht. Sie sahen wirklich harmlos aus. Vielleicht haben Sie einen Kopter genommen, oder? Denken Sie nicht mehr darüber nach. Es hat keinen Zweck, hier weiter zu suchen. Genau wie auf Ganymede. Ein Pärchen mit einer auffallenden Art, sich auszudrücken, verschwindet spurlos. Und zwar genau in dem Augenblick, als man auf sie aufmerksam wird. Kommen Sie. Ich glaube, wir kommen doch noch zu unserem Gulasch à la Ganymede. Nun, wie war das Gulasch à la Ganymede? Gut, Captain. Wirklich sehr gut. Auch wenn ich mir diesen Abend etwas anders vorgestellt hatte. Ich auch, Miss Henderson. Aber ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Und jedes Mal werden ja nicht so eigenartige Leute auftauchen. Hoffen wir es, Captain. Dieser Abend jedenfalls scheint ganz unter dem Zeichen von Ganymede zu stehen. Ich verstehe allerdings immer noch nicht ganz, warum Sie von Anfang an so misstrauisch waren. Es war nicht nur die ungewöhnliche Ausdrucksweise der beiden. Es gibt noch eine andere Parallele. Als wir damals auf Ganymede waren, befand sich zur gleichen Zeit die Delegation der Prinks dort. Auch jetzt ist eine Delegation der Prinks hier? Richtig. Diese Prinks sind ein eigenartiges Volk. Wir wissen so gut wie gar nichts über sie. Sie behaupten, ihr Heimatplanet wäre in M51. M51? Ein Spiralnebel in den Jagdhunden. Bis dorthin ist noch keines unserer Schiffe vorgestoßen. Wir können das also nicht einmal nachprüfen. Sie tauchen einfach auf und wollen Handelsbeziehungen zur Erde aufnehmen. Die Verhandlungen darüber laufen nun schon 2 Jahre lang. Herausgekommen ist noch nichts dabei. Wir wissen noch nicht einmal, ob sie uns überhaupt irgendwelche Waren anbieten können, die uns interessieren. Aber warum verhandeln wir dann überhaupt noch? Weil wir herausbekommen möchten, was sie eigentlich wollen. Es muss einen Grund haben, dass sie die Verhandlungen immer wieder verschleppen. Meinen Sie, dieses Paar von vorhin könnte etwas mit den Prinks zu tun haben? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Es waren bestimmt keine Prinks. Die sehen aus wie eine Mischung aus Eidechse und Karpfen. Sie haben sich, wie Sie behaupten, aus einer Reptilienart entwickelt, die in ihrem ganzen Sonnensystem die beherrschende Lebensform ist. In der nächsten Woche fliegt die Delegation zum Mars, um mit der dortigen Regierung zu verhandeln. Und wir werden das Schiff fliegen, Miss Henderson. Oh, wir haben 4 Wochen Urlaub vor uns, Captain. Tja, das habe ich auch gedacht. Aber so wie die Dinge jetzt liegen, werde ich mit Colonel Lang sprechen. Oh, das ist nicht fair, Captain. Warum geben Sie nicht einen Bericht ab und überlassen alles den zuständigen Leuten? Wenn das so weitergeht, suche ich mir einen ruhigen Job auf irgendeinem der Handelsschiffe.